In diesem Video schauen wir uns an, mit welcher Software man den C-Cleaner ersetzen kann und ob man überhaupt Software dafür installieren muss. Schaut gleich mal in die Videobeschreibung, falls ihr eine bestimmte Funktion sucht, könnt ihr dann direkt an dieser Stelle im Video abspringen. Die bekannteste Funktion ist ja, wie der Name schon sagt, vom C-Cleaner Dateien zu löschen. Und da ist jetzt die Frage, erstens brauchen wir das, zweitens geht das nicht besser und drittens gibt es eigentlich schon was von Microsoft. Ja, von RatioFarm gibt es nichts, aber immerhin von Microsoft gibt es was, und zwar die Datenträgerbereinigung. Die kann ich öffnen, indem ich Windows und R gleichzeitig drücke und CleanMGR eingebe und ausführe. Das öffnet den Disk Cleanup. Wichtig, ihr solltet hier nochmal den Button drücken, der ist jetzt hier schon weg, weil ich ihn schon gedrückt habe, dass auch Systemdateien angezeigt werden. Insgesamt kann ich jetzt hier 7 GB löschen. Das kommt daher, weil er halt die Windows Update Dateien mit löschen kann. Hier kann ich nur 204 Megabyte löschen, also hier eindeutig schon mal besser, weil der halt eigentlich seine eigenen Update-Dateien noch löschen kann. Das kriegt schon bei der C-Cleaner nicht hin. Also beim Cleanup hat der C-Cleaner eh gleich verloren, aber dann noch ein paar Worte zu diesen Browser-Geschichten. Die Browser können ihre eigenen Dateien selbstverständlich löschen. Und nicht nur das, wenn ich jetzt mal in Firefox zum Beispiel gehe, den ich hier vorbereitet habe, kann ich hier Use Custom Settings für die History machen. Und kann dem sogar einstellen, dass er immer beim Schließen einfach das automatisch löscht. Da brauche ich also keine extra Software für. Also von daher schon mal 0 Punkte hier für den C-Cleaner. Zudem kann ich hier noch Wiederherstellungspunkte löschen und sowas mit dem Microsoft-eigenen Tool. Gut, hat aber noch mehr Tools, also hat er noch nicht verloren. Den Registry-Cleaner. Davon würde ich euch absolut abraten. Schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich den Link zu Wikipedia. Es bringt euch keinen Geschwindigkeitsvorteil. Es ist sogar eher gefährlich, da was rauszulöschen oder rumzufummeln. Überspringen wir das also, gehen wir mal auf die Tools. Hier hat er ja ein paar interessante Sachen, zum Beispiel Uninstall. Wow, da kann ich Programme deinstallieren. Wer hätte das gedacht, kann ich natürlich hier auch. Ich gehe hier auf Cleanup. Bei Program and Features könnt ihr auch über die Systemsteuerung aufrufen und hier kann ich auch Programme deinstallieren, ist also im Betriebssystem schon drin, bringt überhaupt nichts hier an der Stelle. Dann gehen wir mal auf den Software-Updater. Ja, sage ich jetzt auch nicht viel zu, Microsoft kann die Office-Programme schon über die Windows-Update-Funktion aktualisieren und jedes Programm hat ja in der Regel seinen eigenen Updater, das sollte man jetzt nicht extra ein Programm für installieren. Startup ist ein bisschen interessanter, muss ich schon zugeben, denn hier gibt es ja 3 verschiedene Kategorien, wo was mitstartet und das kann jetzt Microsoft nicht so out of the box. Ich kann zwar im Task Manager Autostart mehr anschauen, dann fehlen mir die Scheduled Tasks. Da müsste ich also jetzt in ein extra Programm in den Taskplaner rein und hier nochmal rumfummeln und gucken, was ich alles hier rauslöschen kann. Aber nichtsdestotrotz, es gibt von Microsoft die Sys Internal Suite, die kann man einfach runterladen und entpacken. Das Schöne ist, hier muss überhaupt nichts installiert werden. Ich kann jetzt hier mal auf Autoruns 64, das ist ein Teil der Sys Internal Suite, einen Rechtsklick machen und sagen Run as Administrator. Das geht natürlich auch ohne Run as Administrator, aber wenn ich da was ändern will, soll ich das so ausführen. Hier habe ich jetzt verschiedene Kategorien, was alles so im Autostart liegt und ähnlich wie beim C-Cleaner auch, gibt es auch zum Beispiel das Kontextmenü, das ich bearbeiten kann. Und hier sieht man jetzt auch schon den Task Scheduler. Also das ist ein schönes, kleines, schlankes Programm von Microsoft selbst, das diese Aufgabe meiner Meinung nach ohnehin besser erfüllt. Also auch hier habe ich nichts gewonnen mit dem C-Cleaner. So, Browser-Plugins. Nein, da gucke ich im Browser. Was will ich da jetzt mit diesem C-Cleaner? Nein, einfach nein. Dann Disk Analyzer. Ja, was will ich da analysieren, scan your computer to find which types of files are using disk space. Ja, ganz großes Kino. Also da kann ich auch einfach, wenn ich das haben will, kann ich auch einfach mal hier den Explorer aufmachen, kann auf Datenträger C gehen und hier oben klicke ich mal auf Suche und habe hier jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, verlinke ich euch auch mal, wie, um große Dateien einfach zu suchen. Also diese Funktion könnte ich damit einmal auch abbilden und ganz ehrlich, wie oft nutzt ihr das? Ganz stupide könnte ich auch jetzt nochmal in die Suche gehen, mache einfach ein Sternchen, glaube ich, hier rein irgendwie und lass mir das dann hier einfach nach Size filtern. Ne? Also zum Beispiel lasse ich mir jetzt hier nur die großen Dateien anzeigen von 1 bis 4 GB oder nur die ganz großen, wie auch immer. Also ich kann mir das hier selber zusammenbauen, nach was ich filtern möchte und welche großen Dateien ich haben möchte. Natürlich kann ich hier dann auch nochmal unterscheiden zwischen Videos und. Wem jetzt die Suchfunktion von Microsoft da auch nicht reicht, der kann jetzt auch nochmal in die Sys Internals schauen. Da gehe ich mal nochmal rein und da habe ich nochmal hier DU, heißt das Teil hier, DU64. Ich kopiere mir hier oben mal den Pfad raus, Windows einmal CMD eingeben und da einmal CD hinwechseln. Und dann kann ich dieses DU64, glaube ich, Excel heißt es, ausführen
kann ich mir hier unten auch nochmal anschauen, was man da alles mitgeben kann. Nennt sich Disk Usage. Ich habe es jetzt noch nicht versucht. Ich glaube, da kann man einfach, ich mache einfach mal Enter. Und dann zeigt er mir an, was ich hier alles machen kann. Zum Beispiel kann ich mit minus V mir hier anzeigen lassen. Ja, jetzt muss ich hier nochmal bestätigen, okay, wie groß die Dateien hier in den Unterordnern sind. Und das kann ich mir notfalls nochmal als CSV ausgeben lassen. Also auch das hätten wir quasi komplett ersetzt. Duplicate Finder, ja, kann man machen. Fällt mir jetzt auch erstmal keine Alternative dazu ein. Nur ganz ehrlich, wie oft nutzt man denn sowas? Tue ich mir da extra ein Programm für installieren? Und wenn, installiere ich es einmal und schmeiße es dann wieder runter. Da gibt es auch andere Programme, die da viel mehr Einstellungen bieten. Also da wäre jetzt der C-Cleaner nicht meine erste Wahl für einen Duplicate Finder. System Restore, Überraschung, macht das System natürlich selber, hat Windows auch integriert, muss ich jetzt hier nicht extra zeigen. Ja, Drive Viper, durchaus eine sinnvolle Funktion. Der hat hier Free Space Only und Simple Override One Pass. Ich kann also sagen, die ganzen, ja, wenn ich mal zum Beispiel eine Festplatte verkaufen will, dann soll ich die überschreiben und das kann der erledigen. Oder wenn ich verschlüsseln will, dann sollte ich das hier nutzen. Tja, kann aber auch Sysinternals, da gehe ich auch nochmal in die Sysinternals rein. Und hier gibt's das Tool, hieß es denn? Ich habe es hier in der Liste gesehen. Da habe ich es gefunden. S-Delete heißt, da klicke ich einmal drauf. Und gleiches Spielchen wie hier. Ich muss also hier drin stehen, sag S-Delete. Und ganz einfach, ich mache einfach minus C und mache hier nochmal Agree. So, dann brauche ich noch einen Drive-Letter. Gucken wir mal, das C-Doppelpunkt zum Beispiel. Und jetzt fängt er genau das an zu tun, was hier der C-Cleaner auch verspricht. Ich breche das mit Steuerung C aber jetzt hier einmal ab. Also diese ganzen Tools bis auf den Duplicate Finder, den ich nie brauche, aber gut, haben wir hier tatsächlich alles ersetzt. Mit den Sysinternals oder Windows eigenen Tools. Habe ich irgendwas vergessen? Ist der C-Cleaner trotzdem cool und ich habe einfach keine Ahnung? Dann bitte in die Kommentare damit.